Servus, grüßt euch. Kleins, schnelles Video. Ja, wie immer, dauert es nicht lang. Schaut mal her, was da gekommen ist. Unterlenker, Fanghaken, Kategorie 2. Ich weiß, im letzten Video, wo wir den Baum rausgerissen haben mit Wurzel, habe ich gesagt, Kategorie 3 Fanghaken. Ja, ich habe mich jetzt für Kategorie 2 entschieden. Warum? Weshalb? Wie wir es anschweißen, ob wir es selber anschweißen, mit Elektroden, mit Schutzgas, ob wir einen Profi holen, ob wir zum Profi fahren, das klären wir alles in dem Video. Bis gleich. Kategorie 2 Fanghaken. Außen hat er 56 mm Durchmesser, die Kugel, und das Loch von der Kugel hat dann die 28, noch was. Für meine Anbaugeräte mehr als ausreichend. Die Kunst wird jetzt sein, den Fanghaken an den Unterlenker hinzuschweißen. Im richtigen Abstand, die richtige Länge, den richtigen Winkel. Eigentlich muss alles passen. Ja. Ja. Hinterher werden wir der viel sagen. Habe ich gleich gesehen, dass das so gut funktioniert. Hinterher bringt es mir nichts, jetzt muss ich es wissen. Ja, ich habe mich jetzt für 87 cm entschieden. 87 mittig Auge bis mittig Auge. Warum 87? Die Ackerschiene, die ich habe, ich glaube, die ist original. Die hat 87 cm. Den Heckcontainer habe ich damals genau nach der Ackerschiene vom Maß her geschweißt, dass das passt, dass ich da nicht viel umstellen muss. Tipp von mir, schaut eure Gerätschaften an, was die für ein Maß haben, und dann nehmt das. Ja, im Idealfall haben alle das gleiche Maß. Aber wenn nicht, dann teile ich die nehmen, wo ich am öftersten brauche, und wenn 10 das gleiche Maß haben und nur eins ein Ausreißer, dann nehme ich das von den 10. Ich gehe jetzt auf 87 cm und nach dem stelle ich den Winkel ein. Ja, wenn ich den jetzt so hinschweißen darf, dann habe ich ja da nichts mehr. Und wenn ich ihn jetzt da reinkröpfe, dann passt der Winkel nicht. Das heißt, ich muss ganz reingehen und ein bisschen reinkröpfen, dass ich dann rausgehe. Ja. Leichter gesagt als getan, hinterher wissen wir mehr, wenn es nicht passt. Wir schneiden jetzt gleich mal einen ab. Lieber ein bisschen zu lang lassen und dann testen wir. Da hinten sind wir beide auf Anschlag. Der Schweißtisch ist sauber im rechten Winkel. Da kann man schön reinmessen. Dann mal immer gleich abschneiden und die dann gleich positionieren. Wird schon werden. Schneiden wir ihn ab. Und zwar schräg. Abgeschnitten. Hoffentlich langt's. Jetzt kurz ist er gleich. So, Freunde. Schweißnahtvorbereitung ist also A und O. 50% der Miete ist die Vorbereitung, heißt es aber. Beim Schweißen glaube ich sogar 70 oder was. Die werden angeliefert, da sind die grundiert. Die machen wir jetzt blank. Machen wir die Phasen nochmal schön. Schaut mal daher. Die Phasen machen wir nochmal blank. Dann hier ganz leicht blank. Ja. Den Unterlenker haben wir ganz genauso. Thank you.
jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt muss passen. Jetzt positionieren wir nochmal genau so, wie ich den alten gehabt habe. Hinten den Anschlag. Ich habe schon ein bisschen was hergerichtet, damit es schneller erledigt ist, die ganze Kacke. Die Magnete sind echt nicht schlecht. Da hinten bin ich jetzt genauso, wie er ursprünglich war. Da liegt er auch. Unten habe ich es aufgezeichnet. Und hier habe ich auch alles aufgezeichnet. Mittig Auge von vorne gesehen, mittig Auge von hier, mittig Auge von da. Weil der Fanghaken jetzt aber viel länger ist, müssen wir jetzt schauen. Mittig Auge, da gehen wir drauf. Mittig Auge. Und von vorne muss auch passen. Mittig Auge. Und weil ich schon ein bisschen hergerichtet habe, weiß ich, muss noch 5 mm runterlegen. Das Magnet dazu. Und dann fahren wir uns das sauber her. Ich habe hier einen Strich gemacht. Und da unten ist der Strich vom alten Auge. Man erkennt ihn wahrscheinlich. Im Video wird man nicht mehr erkennen, aber es langt, wenn ich sehe. Jetzt sieht man, dass der Unterlenker nicht mehr läuft, wie er ursprünglich gelaufen ist, weil ja der hier viel tiefer ist. Wenn ich jetzt hier runterschaue, dann sieht man, dass die Kanten eigentlich 2 cm darüber gehört. Kann ich aber nicht, weil ja der Kategorie 2 Fanghaken hier viel mehr Fleisch hat. Jetzt halte ich ganz kurz mal klappen, sonst kommt der Schmarrn raus und dann punkten wir es an. Und wenn es O-Punkt ist, dann fahre ich zum Profischweißer. Ja, Freunde, ich weiß genau, wie es läuft. Ich lese ja auch in die Kommentare und in die Foren drin. Nicht selber schweißen, Spezialelektroden. Mit Schutzgas geht es gar nicht. Das muss ein zertifizierter Prüfer sein, Schweißer sein mit Prüf. Aber ich habe daraus gelernt, aus den ganzen Kommentaren, ich bin zu leichtsinnig. Ja, beim Rausreißen, das, Beleuchtung am Bulldog und TÜV abgelaufen. Ja, bin zu leichtsinnig. Lass uns von einem Profi schweißen. Scheiße. Den kannst du nicht bringen. Gas aus. Gas aus! Nein, das ist Gas aus. Mach einen Punkt und das Gas ist aus. Kann ich gleich mal wegschneiden. Ja, ein Punkt. Gas aus. Letztens geschweißt. Nein, jetzt geht's Gas aus. Ja, schneiden wir weg, schleife komplett auf Null zurück, dass da nichts mehr ist. Das muss passen, da wird nicht geschludert mit ja, schwarz drüber und so. Nein, Fanghaken, schau da. Gut, der darf passen, sauber angeheftet. Weil ich so oft in die Kommentare lese, wie grob fahrlässig ich bin und den Baum rausreißen mit Seil und nicht mit Ketten und hier und da. Bringe den jetzt zum Profischweißer meines Vertrauens. Der hat sämtliche Schweißlizenzen und der sollte es schweißen, damit ja nichts passiert. Ja? Nur wegen euch. Echt jetzt? Natürlich nicht. Aber jetzt ist es ungefähr 7 Minuten, schätze ich mal. Die meisten haben schon ausgeschaltet und jetzt schweißt man selber. Ich habe doch nicht einen Kanal mit selber gemacht und bringe es dann zum Profi zum Schweißen. Nein, wir machen das selber. Weil, wenn es gut gemacht ist, kannst du wie immer nichts sagen. Ja, das wird schon heben. Wir machen das gewissenhaft. Da weißt du nicht, was der Profi macht. Hat der Profi einen schlechten Tag? Ja, weil ich schweiß der besser. Aber lass den einen schlechten Tag haben, dann gibt es einen Lehrling und der schweißt den. Wir machen es selber. Zu mir hat mein Arbeitskollege gesagt,
Wenn du magst, dass gut gemacht ist, mach es selber. Ich sage auch ausdrücklich dazu, macht es nicht selber. Ja? Das Schweißgerät hat 250 Ampere. Das ist kein Spielzeug mehr. Mit 120, 140 Ampere darf ich mich nicht mehr ran trauen. Aber mit 250, da habe ich drei Lagen links und rechts, das brutzelt dermaßen hier, da wird es hängen. So, dann schauen wir mal. Dann legen wir da mal eine Wurzelnaht rein. Jawohl! Schaut schon mal nicht schlecht aus. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Das mit der Masse ganz nah an der Schweißnaht, muss ich ehrlich zugeben, das gefällt mir gut. Die Punkte aber wieder. Eigentlich habe ich die Punkte scheiße gesetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich mache die Punkte auch nochmal auf. Ja. Haben wir gleich nochmal eine zweite Lage drauf und eine dritte. Ja, machen wir eine dann über und dann zu. Puh, das wären drei oder vier Lagen. Lage 2. Ja, schauen wir es uns so. Auf der anderen Seite machen wir jetzt gleich die zweite Lage, dann da die dritte und dann brauchen wir eine vierte auch noch, hilft nichts. Jawohl, Freunde! Ha! Schaut's euch mal das an! Mag ich nichts mehr hören. Schauen wir es uns an. Schaut's mal da her, was da los ist. Schliffen wird da sowieso nichts. Ich sage aber gern, wer nicht schweißen kann, muss Schleifer üben. Aber da, am Unterlenker, da wird nichts geschliffen. Das muss. Schaut aber überragend aus. Ja, ich weiß selber, man kann nie reinschauen in die Schweißnaht. Aber sie schaut schon mal gut aus. Wenn man die anderen Seiten auch noch so hinbringen, oben und unten. Thank you.
Derek. Eht schlecht. In diesem Sinne, ich lackiere es, der Vordergrund hier ist, lackiere es, dann baue ich es hier. Und im nächsten Video zeige ich es euch vielleicht schon im Einsatz mit einem neuen Pflug. Habe ich mir gekauft. Ja, oder ich bringe es best auf 5000 Abonnenten. Das darf ich gerne bringen. Du hast keine 5000 Abonnenten. Das war Grundvoraussetzung, dass 5000 Abonnenten da waren. Ja. Wer noch nicht hat, drückt aufs Knöpfchen, abonniert es. Best of 5000. Das hat mir gefallen. Macht es gut. Für euch. Es ist einigermaßen ab und viel der. Ja. Ich komm gleich, gell? Liebe Zuschauer, ab und zu mache ich was nicht nach Vorschrift. Es ist teilweise ein bisschen. Grob fahrlässig. Grob fahrlässig. Es ist ab und zu. Es ist oft was grob fahrlässig. Macht es das nicht nach. Schaut es euch an, macht es nicht nach. Führt euch. Die Feder hängen wir beim Schwarzen aus. Dann hat die vielleicht nicht mehr so viel Kontakt. Ganz ausbauen tue ich es nicht. Aber aushängen tue ich es. Dann haue ich da sauber die Kehlnaht rein und dann ist da was los. Aber schreibt es gerne in die Kommentare rein, ob es heben wird oder nicht. Und ich berichte euch dann auch in ein paar Jahren, ob es immer noch hebt. Ich glaube, es hebt. Ja. Jetzt sind wir da 80. Das ist gut. Genau 10 mm. Die haben wir da drüben auch gehabt. Schaut gut aus. Zentimeter. Wollen wir es auch Zentimeter? Genau passen. Wenn jetzt der Winkel noch passt, dann heften wir es an. 15 Grad. 15 Grad. Ja. Nein, einfach auch nicht lang rum. Jeder macht das jetzt einmal. Man kann sie auch dort messen. Ja, ja. Man kann es gerade so. Du hast dreimal die Platte und das ist. Ja, es ist wirklich so, dass oft messen und dann passt es nicht mehr. Ich miss halt 8-mal zu viel. Ja. Millimeter, ja, ist nicht viel. Aber wenn du dann am Flur hinten hingehängt hast mit 2,50 Meter Ausladung, man kann den Millimeter, wenn es zum Schluss 1 Millimeter fällt, bin ich mehr als zufrieden. 300. Nein, es fahren vielleicht. Aber jetzt geht schlecht.